Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Dubai, Drehkreuz für russische Rohstoffe am Persischen Golf. Der Ukraine-Krieg als Gamechanger auch für die Schweiz und Rohstoffe. Ein Artikel von Thomas Harz. Dubai entwickelt sich immer mehr zum Drehkreuz für russische Rohstoffe. Immer mehr Schweizer Rohstoffhändler eröffnen Filialen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Traditionell war die Schweiz das auserwählte und gelobte Land für Rohstoffe und ihre Händler. Bis zum Jahr 2000 war sie kein Mitglied der Vereinten Nationen. Somit war es auch nicht strafbar, aus der Schweiz heraus mit sanktionierten Ländern Geschäfte abzuwickeln. Zudem ist das Geldwäschegesetz nur eingeschränkt auf den Rohstoffhandel anwendbar und bietet viel Spielraum für die oft verwinkelten finanziellen Transaktionen der Rohstoffhändler. Mark Rich, Wahlschweizer und Gründer der Vorgängergesellschaft von Glencore, dem Giganten der Rohstoffe mit Sitz in Bar, ist ein Beispiel, welche außergewöhnlichen Persönlichkeiten dieses Geschäft anzieht und wie in dieser Branche agiert wird. Der Ukraine-Krieg und seine Folgen könnten nun aber dazu führen, dass die Schweiz ihre Vormachtstellung im Handel mit russischen Rohstoffen an Dubai verliert. Dubai und Rohstoffe, der Ukraine-Krieg als Gamechanger. Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges wurden Sanktionen in einem noch nie dagewesenen Umfang gegen Russland und seine Eliten verhängt. Die neutrale Schweiz hat sich den Sanktionen angeschlossen. Das hat weitreichende Folgen für den Rohstoffhandel, da die Schweiz traditionell ein Drehkreuz für Rohstoffe aller Art ist. Über Jahrzehnte hinweg wurden in Genf Rohstoffproduzenten aus Russland mit Handelspartnern aus der übrigen Welt zusammengebracht, um den Warenaustausch zu ermöglichen, denn Russland ist weltweit einer der wichtigsten Lieferanten für Rohstoffe. Die Schweiz als Heimat für russisches Vermögen. Aber auch einige der reichsten russischen Oligarchen haben sich über die Jahre hinweg in der Schweiz niedergelassen. Laut Publikei bietet die Schweiz seit drei Jahrzehnten einen idealen und kaum regulierbaren Rahmen für russisches Vermögen und beheimatet über 30 extrem vermögende Geschäftsleute, die das Regime von Wladimir Putin unterstützen. Die Schweizer Regierung ließ seinen reichen Mitbürgern, die von den Sanktionen betroffen waren, eine Woche Zeit, ihre privaten und geschäftlichen Angelegenheiten zu regeln, bevor sie die Sanktionsbeschlüsse der EU übernahm. Dies ist dem Embargo-Gesetz geschuldet, das vorsieht, dass die Übernahme von EU-Sanktionen durch den Bundesrat beschlossen werden muss und somit zwangsläufig zeitverzögert erfolgt. Die russische Oligarchenkarawane, reich beladen mit Gold, Edelsteinen und Währungen aller Art, zog in ein neues Steuerparadies, nach Dubai an den Persischen Golf. Über 6,3 Milliarden Schweizer Franken an Vermögenswerten, Stand 12. Mai 2022 konnte das Land nicht mehr verlassen und sind bis auf Weiteres gesperrt. Finanzmarktwelt.de, Ihr Auge im Zentrum der Finanzen.